Theodor Billroth, Chirurg, 1849 bis 1851, Prinzenstraße 9. Theodor Billroth. Christian Albert Theodor Billroth, geboren am 26. April 1829 in Bergen auf Rügen, gestorben am 6. Februar 1894 in Abbazia, Istrien, war ein deutsch-österreichischer Mediziner und einer der bedeutendsten Chirurgen des 19. Jahrhunderts. Er wird allgemein als der Begründer der modernen Bauchchirurgie und Pionier der Kehlkopfchirurgie angesehen. Leben. Billroth war der Sohn des Pastors Karl Theodor Billroth und dessen Ehefrau Christina Nagel. Sein Großvater, Johann Christian Billroth, war Bürgermeister in Greifswald. Seine Großmutter mütterlicherseits war die Sängerin Sophie Dorothea Willig. Ein Onkel väterlicherseits war der Theologieprofessor Gustav Billroth. Seine Schulzeit absolvierte Billroth meistenteils in Greifswald und dort begann auch sein Studium. Anfänglich auch studienhalber der Musik zugetan, entschied er sich dann aber doch für die Medizin. Später wechselte er an die Universitäten von Göttingen und Berlin und seine Lehrer waren unter anderem Johannes Peter Müller, Moritz Heinrich Romberg, Johann Lukas Schönlein und Ludwig Traube. Nach seiner Promotion 1852 ging Billroth für ein knappes Jahr nach Wien, um dort Vorlesungen von Ferdinand von Hebra, Richard Heschel und Johann von Oppolzer zu besuchen. Vor seiner Rückkehr nach Berlin hielt sich Billroth aus Studiengründen vor kurze Zeit auch in Paris auf. Als Assistent von Bernhard von Langenbeck wirkte Billroth zwischen 1853 und 1860 an der Charité, wo er die Grundlagen plastischer Chirurgie und die Konstruktion chirurgischer Instrumente lernte. Bei Langenbeck konnte er sich in den Fächern Chirurgie und pathologische Anatomie 1856 habilitieren. 1858 heiratete Billroth in Berlin Christel Michaelis, eine Tochter des Hofmedikus Edgar Michaelis, 1807 bis 1848. Mit ihr hatte er drei Töchter und einen Sohn. Durch seine Ehefrau war Billroth mit dem Schauspieler und Sänger Fritz Eunicke verwandt. 1858 lehnte er einen Ruf als Professor der pathologischen Anatomie nach Greifswald ab und folgte zwei Jahre später einem Ruf auf den chirurgischen Lehrstuhl nach Zürich. Während seiner Zeit dort schrieb er seine bekannten pathologisch-anatomischen Arbeiten. In Zürich schuf er die Grundlagen für die wissenschaftliche Chirurgie. Später nannte man ihn Naturforscher im Kittel des Chirurgen. Und hob damit sein Fach auf jene Höhe, mit der er später dann mit Ernst Gustav Benjamin von Bergmann, August Karl Gustav Bier, Ernst Ferdinand Sauerbruch und anderen seine großen Triumphe feiern konnte. 1862 lehnte Billroth ein Angebot der Universität Rostock ab und 1864 ein ebensolches aus Heidelberg. Von Zürich aus wechselte er 1867 nach Wien und übernahm dort die zweite chirurgische Lehrkanzel, welcher er bis an sein Lebensende vorstand. Den Ruf als Langenbecks Nachfolger nach Berlin lehnte er ab. Unterbrochen wurde seine Tätigkeit in Wien 1870-71 durch den Deutsch-Französischen Krieg. Den überwiegenden Teil wirkte Billroth als Chirurg in den Lazaretten von Weißenburg und Mannheim. Sofort nach Kriegsende kehrte Billroth nach Wien zurück und widmete sich wieder seiner Berufung als Arzt. Neben seiner Tätigkeit im Allgemeinen Krankenhaus in Wien wirkte er in Lehre und Forschung an der Universität Wien. Die Wiener Medizinische Schule hatte in Billroth einen herausragenden Vertreter gefunden. Theodor Billroth war 1872 Gründungsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie. Billroth sind direkt eine Reihe von Meilensteinen in der Chirurgie zu verdanken, darunter 1871 die erste Ösophagektomie, Entfernung der Speiseröhre, und 1873 die erste Laryngektomie, Entfernung des Kehlkopfs. Am bekanntesten ist jedoch seine, nach vielen fehlgeschlagenen Versuchen, erste erfolgreiche Magenresektion, teilweise Entfernung des Magens, die ihm am 29. Januar 1881 bei einem Magenkrebspatienten gelang. In der Folge wurden zwei Formen der Magenresektion, Billroth-Resektion, Billroth I und Billroth II, nach ihm benannt,
Auch ein wasserdichter Verbandsstoff trägt nach ihm den Namen Billroth-Batist. Neben seiner Tätigkeit als Chirurg forschte Billroth auch auf dem Gebiet der Mikrobiologie. Ihm gelang die Entdeckung der Streptokokken im Jahre 1874, als er nach Ursache von Wundinfektionen forschte. Billroth, dessen operativen Erfolge nicht zuletzt durch die Einführung der Antisepsis ermöglicht worden waren, war ein Förderer des Krankenhaus- und Krankenpflegerwesens. Die Gründung des Rodolfinerhauses 1882, einem Spital mit Krankenpflegerschule, war deshalb nur konsequent. Im Jahre 1888 wurde er zum Mitglied der Gelehrtenakademie Leopoldina gewählt. Zusätzlich zu seinen großen Erfolgen in der Chirurgie war Theodor Billroth auch ein begabter Amateurpianist und Amateurviolinist, der in enger Freundschaft mit Johannes Brahms und Eduard Hanslick stand. Im Alter von beinahe 65 Jahren starb Theodor Billroth am 6. Februar 1894 in Obazia und fand seine letzte Ruhestätte in einem Ehrengrab auf dem Wiener Zentralfriedhof, Gruppe 14a, Nummer 7. Nachleben. Die Österreichische Gesellschaft für Chirurgie schreibt alljährlich für die beste wissenschaftliche Arbeit auf dem Gebiet der klinischen und experimentellen Chirurgie und deren Grenzbereiche den Theodor-Billroth-Preis aus. Das in Alser Grund gelegene Gebäude, in dem die Gesellschaft der Ärzte in Wien ihren Sitz hat, heißt Billroth-Haus. Sie verleiht auch die Billroth-Medaille an namhafte Mediziner. Eine Billroth-Straße gibt es im 19. Wiener Gemeindebezirk, wo sich das nach Theodor Billroth benannte Billroth-Gymnasium befindet. In Kremmen, Staffelde, gibt es eine Gedenktafel für Theodor Billroth. In St. Gilgen am Wolfgangsee gibt es ein Hotel Billroth. Es steht an der Stelle der früheren Villa Billroth, in der Theodor Billroth über lange Jahre seine Sommerfrische verbrachte. In Bergen auf Rügen, dem Geburtsort Theodor Billroths, wurde schon 1896 eine Straße nach ihm benannt. Das Geburtshaus Billrother Straße 17 kaufte 1998 die Deutsche Gesellschaft für Chirurgie und baute das Billroth-Haus zu einer Begegnungsstätte mit Seminarräumen, einer wissenschaftlichen Bibliothek und Cafeteria aus. Seine musikalischen Neigungen würdigte die Stadt mit klassischen Hauskonzerten im Billroth-Haus. Die Gründung der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie ist auf einem überlebensgroßen Ölgemälde von Ismail Genz 1862 bis 1914 im Langenbeck-Würchow-Haus in Berlin dargestellt, das heute wieder der Gesellschaft zusammen mit der Berliner Medizinischen Gesellschaft, gegründet 1860, gehört. Hier steht von Langenbeck mit Billroth gegenüber Viktor von Bruns. Weiterhin wird Billroth mit einer Marmorbüste 1892 von Zumbrusch geehrt, die im Foyer des Langenbeck-Würchow-Hauses steht.